Sie lebt nicht weit von der Staumauer entfernt. Wenn die Künstlerin Astrid Breuer an der Möhnetalsperre entlang geht, denkt sie auch an die Katastrophe. Damals im Zweiten Weltkrieg, als die Briten die Talsperre bombardierten. An dieser Stelle ist die Möhnetalsperre geborsten und die Wassermassen sind ins Tal geschossen. Jeder kennt hier diese Geschichte. Das ist die Möhne-Katastrophe. Aber einen ganz wichtigen Aspekt habe ich erst sehr viel später erfahren. Der Bruch der Staumauer sollte die deutsche Rüstungsindustrie schädigen. Doch auch mehrere Ortschaften wurden dabei überflutet. Hunderte von Anwohnern ertranken. Soweit die bekannte Seite der Geschichte. Erst vor wenigen Jahren erfuhr Astrid Breuer, dass dabei in ihrem Wohnort Neheim noch mehr geschehen ist. Also hier ist was besonders Grausames passiert. Aus dieser Richtung kam die Flutwelle, sehr kraftvoll, 12 Meter hoch. Und mit dieser Flutwelle wurden ganze Baracken mitgerissen. Und die zerschellten an Säulen, wie ähnlich wie diesen hier. Und in diesen Baracken ganz viele Frauen. Und die ertranken in diesen Baracken. Und die ganzen Todesschreie waren hier überall zu hören. Sie ist zufällig darauf gestoßen. Aus einem Buch der örtlichen Geschichtswerkstatt erfuhr Astrid Breuer, dass in ihrem Wohnort Zwangsarbeiterinnen lebten. Frauen aus Osteuropa, die in Lagern direkt am Möhneufer gefangen gehalten wurden. In den Baracken wurden sie nachts eingeschlossen. Mindestens 700 dieser Frauen hatten keine Chance, als die Fluten kamen. Das Ausmaß und die Tragödie, die hier wirklich stattgefunden hat, das hat mir niemand erzählt. Und das war auch nicht Bestandteil des Geschichtsunterrichts auf den Schulen, auf denen ich war. Im Stadtarchiv von Arnsberg folgt Astrid Breuer den Hinweisen der Geschichtswerkstatt. Sie findet alte Fotos und Karteikarten. 17 Originaldokumente aus den Akten eines Betriebs, in dem die Zwangsarbeiterinnen eingesetzt wurden. Name, Herkunft und Aussehen sind dort vermerkt. Und als Entlassungsgrund bei Wasserkatastrophe ertrunken. Einige der Opfer bekommen für Astrid Breuer jetzt ein Gesicht. Da wusste ich, ja, die sind vor meinem Atelier wenige Meter entfernt auf der Wiese ertrunken. Die sind dort geblieben. Die sind da gestorben, wo ich arbeiten darf. Rainer Ahlborn, Mitarbeiter der Geschichtswerkstatt, hat eine Erklärung für das lange Schweigen zum Tod der Zwangsarbeiterinnen. Warum wurde trotzdem nie drüber gesprochen? Warum wurde das nie thematisiert? Weil nach dem Krieg die moralische Frage eine andere gewesen ist als beispielsweise bei den Juden. Bei den Juden konnte man sagen, das waren unsere guten Nachbarn und plötzlich waren die weg. Wir haben es ja nicht gewusst. Wir haben es nicht gewusst. So, aber die Zwangsarbeiter, die waren nicht weg. Die waren ja die ganze Zeit da. Die waren am Arbeitsplatz, die waren im Straßenbild, die konnte man sich am Wochenende für die Gartenarbeit ausleihen. Und die Frage der persönlichen Verantwortung war eine wesentlich größere. Man hatte tagtäglich mit denen zu tun. Gebe ich denen was von meinem Butterbrot ab? Behandle ich die ordentlich, wenn die bei mir im Garten arbeiten? Hast du was gemacht oder hast du nichts gemacht? Und diese Schuldfrage, die war eben so massiv, dass man nach dem Krieg einfach nicht mehr drüber reden wollte. Astrid Breuer beschließt, das Schicksal der Frauen durch ein Kunstprojekt bekannter zu machen. Mithilfe der Bürgerstiftung Arnsberg begleitet sie Schülerinnen und Schüler vom Neheimer Gymnasium über Monate dabei, zu jedem Foto der Zwangsarbeiterinnen ein Gemälde zu entwerfen. Mit einer öffentlichen Ausstellung will die Gruppe an das Schicksal der vergessenen Frauen erinnern, die in der Nacht der Möhne-Katastrophe hinter den hohen Stacheldrahtzäunen des Lagers eingesperrt waren. Die Bilder sollen den Zwangsarbeiterinnen die Würde zurückgeben, die ihnen im Lager genommen wurde. Sie sollen an alle erinnern, die in diesen Baracken in der Flutnacht ertranken und danach namenlos in einem Massengrab beigesetzt wurden. Zur Ausstellung gehört auch, dass jede Schülerin für die von ihr porträtierte Zwangsarbeiterin einen persönlichen Brief geschrieben hat. Liebe Alexandra, du warst 19. Dein Leben lag noch vor dir. Seitdem ist viel passiert. Wir Menschen haben Kriege geführt und waren auf dem Mond. Wir haben geliebt, geweint, gelebt
und wir schrieben die Geschichte weiter. Du gehörst zu denen, die diese Zukunft nie erleben durften. Dafür sollst du sie nun sehen und die Welt dich. Wir müssen uns an dich erinnern, damit du ein Teil der Zukunft wirst. Deine Lara. Die Ausstellung wird ein großer Erfolg, gewinnt den Jugendkulturpreis NRW. Und auch im Düsseldorfer Landtag werden die Bilder gezeigt. Viele Besucher sind die Kinder von Menschen, die die Katastrophe selbst miterlebt haben. Eine ist Tochter einer überlebenden Zwangsarbeiterin. In der Ausstellung sieht Tamara Seim zum ersten Mal das Lager, in dem ihre Mutter gefangen war. Wie schrecklich ist das? Diese Dimension. So als Kind hat man keine Vorstellungskraft, wie es gewesen sein könnte. Ihre Mutter hat Ihnen davon berichtet? Nein. Gar nicht? Sie hat es totgeschwiegen. Mhm. Ich habe es durch meine Schwester erfahren. Astrid Breuer arbeitet inzwischen schon an einem neuen Projekt, einem Denkmal für die Zwangsarbeiterinnen. Ich habe nicht gerechnet mit dem Erfolg dieser Ausstellung. Auch die Reaktionen in der Stadt, die waren durchweg positiv. Und das ist alles etwas, wo ich sage, Mensch, da sind wir alle auf dem richtigen Weg. Und es hat sich gelohnt, die ganze Arbeit. Die Stadt Arnsberg wird das Projekt finanzieren. Bilder der Zwangsarbeiterinnen an der Brücke, wo so viele von ihnen vor über 75 Jahren in den Fluten ertranken. Ja, kein einfaches Thema. Was denkt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Und falls es mal Themen gibt, die ihr gerne mal auf diesem Kanal sehen würdet, schreibt es ebenfalls in die Kommentare. Kostenlos abonnieren dürft ihr natürlich auch, damit ihr nichts verpasst. Ansonsten, hier sind noch zwei Videos für euch. Jede Woche kommen neue Videos. Wir sehen uns also bald wieder. Bis dann.